Hallo, heute gibt es mir deinen Guide zu einem Bounty-Build und zwar zum LOD Wave of Light Monk für Bounties. Beziehungsweise es ist kein reiner LOD-Build, sondern wechseln regelmäßig auf das Rayman-Set, auf den 4er-Bonus, um permanent dashen zu können. Ja, für alle, die meinen Sprint-Erfolg aus Season 22 gesehen haben, wo ich in 53 Minuten die gesamte Story Akt 1 bis 5 durchspiele, da benutze ich auch den 4er-Rayman-Bonus und zwar, weil dadurch Dashing Strike Ressource kostet, anstatt einen Cooldown zu haben. Und das ist nämlich die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit im Spiel, Dashing Strike mit auf Ressourcenbasis sozusagen durchzuspammen. Deswegen ist das auch der schnellste Bounty-Build in Diablo 3. Ist ein Monk-Build, also ist auch der automatisch der schnellste Monk-Build. Und aber auch von allen Klassen gesehen her dürfte es der allerschnellste Bounty-Build sein. Das ist nämlich ein Bounty-Build, aber der sich dieser Item-Switch-Methode bedient. Deswegen ist es ein bisschen stressigerer Build, weil du regelmäßig ein bisschen predikten musst, wann du deine Items wechselst. Und halt ständig dein Inventar öffnen musst, hier zwei Klicks machen musst und immer hin und her wechseln musst zwischen deiner Damage-Variante, wo du den vollen LOD-Bonus bekommst und diesem 4er Rayman-Bonus, weil während du den anhast, ja leider dein LOD-Gam nicht zählt, weil du einen Z-Bonus trägst. So, dazu nenne ich euch am besten direkt mal ein paar Fakten. Und zwar, ich habe drei Testrunden gemacht, drei Bounty-Runden solo hintereinander. In der schnellsten Bounty-Runde davon, die schnellste davon ging in 15 Minuten, also eine Viertelstunde solo eine gesamte Bounty-Runde. Das Highlight davon verlinke ich euch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch auch ansehen. Da seht ihr mal im ganzen Stück auch ein bisschen Gameplay davon auf jeden Fall. In diesen 15 Minuten im Schnitt habe ich dann im Endeffekt, also in diesen 15 Minuten, also in der schnellsten von diesen drei Bounty-Runden, die anderen waren ein kleines bisschen länger, aber in der habe ich halt im Endeffekt 3 Minuten pro Akt gebraucht dann und im Schnitt ca. 36 Sekunden, also pro Bounty. Gibt mal Bounties, die ein bisschen schneller sind, mal Bounties, die ein bisschen langsamer sind, also das schwankt ja immer so, je nach Bounty. Mal ist die Bounty-Runde gut ausgerollt, mal ein bisschen schlechter. Aber man kann auf jeden Fall in bis zu 36 Sekunden sozusagen einen Bounty machen und in bis zu 3 Minuten einen Akt. Das heißt sozusagen, wenn du das selber sozusagen viermal spielen würdest, wenn man dich dann wenn man mich in dem Fall viermal geklont hätte, wären in 3 Minuten also sozusagen 4 Akte fertig. Plus der letzte Akt, 36 Sekunden pro Bounty, wenn man sich dann da aufteilt, wäre man in 3,5 bis 4 Minuten im Endeffekt mit einer Bounty-Runde durch, mit abgeben vielleicht 5 Minuten maximal für eine Bounty-Runde. Das wäre schon echt sehr, sehr, sehr schnell. 5 Minuten pro Bounty-Runde bedeutet, dass du in einer Stunde ordentlich viele Bounties ballern kannst. Bis zu 12 Bounty-Runden in einer Stunde. Das ist schon sehr, sehr cool. Des Weiteren ist der Build ein etwas stressigerer Build, weil wir halt diese Item-Swap-Methode benutzen und halt regelmäßig im Minuten- oder Sekundentakt manchmal vielleicht die Items switchen müssen. Deswegen eher ungeeignet dafür, um nebenbei wie Netflix-Serien, Streams oder sowas zu schauen, sondern ihr müsst wirklich mit voller Aufmerksamkeit, voller Konzentration ein bisschen wirklich bei der Sache sein, beim Spielen sein. Nicht so wie jetzt hier Tempest Rush Monk oder so, wo du einfach mal so nebenbei ein bisschen drüber fährst und nebenbei was gucken kannst. Also wirklich schon ein fokussierter, spielenderer Build. Dann noch braucht der Build wirklich eine sehr hohe Qualität an Items, das heißt, ich habe den D3-Planer-Link in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer, der ist im Endeffekt von der Maxroll-Seite, es gibt auch einen schriftlichen Guide von Maxroll, da habe ich so die grobe Idee vom Build her, natürlich auch so ein bisschen auch von meinem Sprinter-Erfolg, wo ich diesen Hammer-Dash-Build hatte, aber die Kombination davon halt mit dem LOD-Monk, den genauen D3-Planer-Link habe ich mir halt von der Maxroll-Seite aus dem schriftlichen Guide geholt, der in der Videobeschreibung noch verlinkt ist. Und ich habe nur die Item-Swap-Methode sozusagen, auf was man für Dashing Strike swapt, halt noch mit hinzugefügt. Jo, aber den könnt ihr euch auch da nehmen und ihr braucht ungefähr so ziemlich die Rolls halt wie in dem Guide. Das heißt, Ressourcenkosten und CDR am besten so viel wie möglich, nahezu max am besten, damit der Build sich wirklich angenehm und wirklich auch schnell spielt. Ansonsten ist das schon etwas ekliger zu spielen oder unangenehmer zu spielen und ist auch nicht so wirklich schnell, wenn die Rolls wirklich ziemlich kacke sind. Des Weiteren braucht ihr natürlich am besten alles in Ancient halt, wegen LOD-Game, dass ihr halt auch auf den genügenden Schaden kommt. Oder ihr müsst halt wirklich sehr hohes Paragon sein. Deswegen rate ich da auch wirklich so 2.000 bis 3.000 Paragon am besten, um den Build zu spielen halt. In dem schriftlichen Guide von Maxroll raten die 18.000 plus Mainstat am besten. Das heißt, ich sag mal so grob 2.000 bis 3.000 Paragon, je nach Augments. Wenn ihr Augments draufballert auf das Gear, dann natürlich geht es auch mit weniger Paragon. Am besten, ihr baut es euch immer grob zusammen und testet es mal grob aus in einem Public Game, in der Vierergruppe, wie ihr denn noch so Schaden macht. Oder zur Not spielt ihr dann wirklich nämlich mit einem Boss-Killer in der Runde. Das heißt sozusagen, ihr selber tötet keine Bosse, macht nur normale Bounties. Dann könnt ihr es auch schon mit wirklich schlechterem Gear vom Schaden her spielen und auch mit weniger Paragon spielen. Aber für wirklich maximale Ausnutzen am besten so um die 3000 Paragon wäre wahrscheinlich das Beste, um es wirklich gemütlich spielen zu können. So, noch ein kleiner weiterer Fakt. Wir gehen bei dem Build ja nicht wirklich auf Movement Speed, weil wir halt permanent dashen. Das heißt, es gibt keine 2, 3, 400% Movement Speed, die der Build irgendwie stackt, sondern bewegen uns einfach nur mit Perma-Dash vor. Die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit im Spiel halt. Jo, habe ich mir noch was aufgeschrieben hier? Das waren soweit die Fakten. Dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit dem Gear.
So, beim Gear gehe ich natürlich wie immer nicht über alles exakte drüber, sag ich euch, nicht jedes Item einzeln, was ihr benutzt, nicht jeden Skill-Items, nicht jeden Cube einzeln, sondern ich gebe so eine grobe Übersicht über alles. Wenn ihr einzelne Fragen habt noch dazu, entweder in den Kommentaren fragen oder kommt im Stream vorbei, fragt mich einfach so. Sondern ich nenne euch hier nur die wichtigsten Stats und so ein paar grobe Merkmale. Wie immer gibt es natürlich einen Detailplaner-Link in der Videobeschreibung, wo ihr alles genau auschecken könnt, wie ihr welche Roles braucht. So, der wichtigste Roll, einer der wichtigsten zwei Roles bei diesem Bild ist CDR, nämlich CDR und RCR, also Cooldown Reduction und Resource Cost Reduction. Die beiden Werte solltet ihr so gut wie überall drauf haben. Das heißt auf Handschuhe CDR und RCR, Schultern CDR, RCR, der Obsidianing Roll immer mit Cooldown Reduction und Resource Cost Reduction, also könnt ihr beides drauf haben. Wichtiger davon ist, würde ich sagen, eher CDR, weil Cooldown schon wichtiger ist, weil ihr über den Cooldown sozusagen Ressource wiederbekommen könnt und euch dann eher halt die RCR einspart. Beziehungsweise ihr auch ziemlich viel Cooldown ziemlich viel Resource Cost Reduction auch über euren Cinder Gold bekommt, der nämlich nochmal die Ressourcekosten von Feuerspace reduziert. Das heißt, Resource Cost Reduction und Cooldown Reduction, wirklich Handschuhe, Schultern, die Waffen könnt ihr jetzt drauf haben, wie gesagt, der Obsidian Ring hat es immer. Ammo würde ich es jetzt mal weglassen, Ammo ist mal so ein Slot, wo wir wirklich mehr auf Damage gehen müssen. In Helm entscheidet ihr euch dann auch eher für einen Cooldown Gem anstatt für Ressourcekosten. Ja, aber das sind so die zwei wichtigsten Werte, die ihr versuchen sollt nahezu Max zu haben überall. Plus wir spielen hier auch noch mit einem Cooldown-Gürtelgelle, der Gürtel des Ordnungshüters, der hat immer Cooldown-Reduction drauf. Ist auch noch wichtig. Des Weiteren natürlich, um ein bisschen Damage aufzubauen, braucht ihr Crit-Chance, Crit-Schaden, wie bei jedem Bild. Das heißt, Crit-Schaden, Gems natürlich in der Waffe, ist klar. Wenn ihr Quad-Factor-Handschuhe findet, Crit-Crit und Cooldown und Ressource drauf. Ich habe jetzt, glaube ich, bei meinen Handschuhen Ressource-Cost-Reduction erstmal weggelassen, habe Crit-Crit-Cooldown drauf oder sowas zum Beispiel. Also bei einem Item mal ein bisschen Lower-Roll oder mal einmal wo weglassen geht, wird es ein bisschen unangenehm auf dem Bild her, aber... Man braucht natürlich nicht alles ultra perfekt, aber nahezu perfekt und es wird halt immer angenehmer vom Spielen her. So, ja, Crit-Crit auf Ammo drauf, Handschuhe drauf, halt in die Gems rein. Ringe müsst ihr halt drauf verzichten. Der Obsidian-Ring rollt immer mit Crit-Chance immerhin, da kriegt ihr noch was. Und halt Armschienen zu Crit-Chance. Des Weiteren, um halt gut Damage zu machen, stacken wir relativ viel Feuer-Damage, wie halt bei den meisten LOD-Builds. Das bedeutet, Armschienen haben wir natürlich Feuer-Damage, Ammo-Feuer-Damage am besten. Der Cinder-Coat, also Aschemantel, hat auch immer Feuer-Damage. Die Mages, die wir tragen, hat das legendären Arc-Affix immer nochmal extra Feuer-Damage. Und die Swamplant-Hosen, die wir auf dem WD craften können, weil es sind WD-Only-Hosen. Das heißt, ihr wertet gelbe Hosen auf einem WD auf, bis ihr die habt. Danach rollt ihr sie vielleicht ein paar Mal Bounty Marts, bis sie Ancient sind. Und dann, je nachdem, ob sie Feuer-Damage schon drauf haben, rollt ihr entweder den Elemental-Damage zu Feuer-Damage. Oder wenn sie Feuer-Damage drauf haben schon, könnt ihr die Intelligenz sogar in Geschicklichkeit umrollen, wenn ihr es dann auf euren Monk tut sozusagen. Ja, das heißt, dadurch senken wir relativ viel Feuer-Damage. Ach, plus noch... von Jordan hat auch immer Feuer-Damage drauf. Jo, da holen wir so ein bisschen gut Schaden raus, den wir vielleicht sonst an Ressource-Cost-Reduction und Cooldown-Reduction halt verlieren. Was natürlich auch ganz wichtig ist, weil wir ein Wave-of-Light-Build spielen, das heißt unsere Glocke, Woge des Lichts, macht unseren Hauptschaden. Das heißt, auf Schuhe und auf unseren Helm wollen wir natürlich Wave-of-Light-Damage drauf haben, 15% auf beiden, damit wir auf die 30% extra Damage nochmal kommen. Ist dann aber auch nochmal ein reiner, purer Damage-Multiplier. Jo, und ich glaube, das waren soweit auch die wichtigsten Stats. Jetzt noch kurz was dazu zu den Bildvariationen. Die Bildvariation, die ich unten drin habe, ist natürlich die... Ich habe einmal hier die Bounties Damage Swap Methode und die Bounties Dash Swap Methode. In der Dash Swap Methode sind dann sozusagen hier die Handschuhe, die Mage Fist und die Swamplant Hosen durch Raiment Teil ersetzt. Natürlich auf den Hosen vom Raiment Set. Dadurch, dass ihr es nur zum Durchdashen benutzt, braucht ihr keine besonderen Werte drauf. Auf den Handschuhen wäre es halt geil, beim Durchdashen dann die Cooldown Reduction und die Resource Cost Reduction drauf zu haben. Vom Damage her müssen die nicht perfekt sein, weil die wirklich nur zum Fortbewegen eigentlich benutzt. Also das hier sozusagen hier unten in der Version, auf was ihr dann swappt hier. Von der Damage-Variation zu der Dash-Variation. Ja. Dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit dem Gameplay. Das Gameplay von dem Bild ist eigentlich gar nicht mal so schwer, es ist nur halt so ein bisschen so hin und her und so ein bisschen predicten, wann man halt im Endeffekt seinen Swap machen muss bei den Items. Ganz grob haltet ihr im Endeffekt immer eure Epiphany aufrecht, wegen Desert Shroud Rune für 50% Damage Reduction. Epiphany macht euch gleichzeitig auch CC immun, dass ihr halt vom Bounty zu Bounty porten könnt, ohne unterbrochen zu werden. Oder auch halt irgendwelche Aktivierungsbounties, wo ihr Katapulte aktivieren müsst, Leuten von Pfählen befreien müsst und sowas, dass ihr es machen könnt, ohne unterbrochen zu werden. Dafür brauchen wir auch die ganze Cooldown Reduction auf dem Gear, deswegen ist das auch so extrem wichtig. Natürlich, wenn wir ab und zu mal eine Elite töten, haben wir eine Geom an, dadurch kriegen wir Ressourcen reduziert. Wenn wir Woge des Lichts casten über unseren Obsidian-Ring, können wir auch den Cooldown davon reduziert bekommen. Aber grob,
tun wir das nicht so oft. Und wenn wir zum Beispiel bei unserer Dash-Variation sind, dashen wir nur durch und wollen währenddessen trotzdem Epiphany aufrecht halten, natürlich wegen der Toughness. Deswegen ist Cooldown Reduction extrem wichtig und wir wollen Epiphany immer aufrecht halten. Das heißt, immer draufdrücken, wenn es ready ist, permanent aufrecht halten. So, als nächstes haben wir unseren Blinding Flash. Blinding Flash gibt uns durch die Rune nochmal 29% erhöhten Schaden für 30 Sekunden. Kann man benutzen, wenn man zum Beispiel im Bossfight ist, um nochmal halt sich ein bisschen zu boosten und Bosse zu töten zu können, wenn der Schaden noch nicht so ganz ausreicht. Aber zusätzlich nehmen wir es hauptsächlich mit, weil wir im Cube Law of Zeth tagen, wodurch wir bis zu 165 Spirit wiederbekommen, wenn wir Blinding Flash benutzen. Und das brauchen wir nämlich, damit wir beim Perma-Dashen, bei der Fortbewegung, nicht out of resource gehen. Durch das Raymond Set kostet der Dashing Strike ja Ressource. Ja, und wir haben nicht unendlich Ressource, wir regenerieren nicht unendlich Ressource. Das heißt, darüber holen wir uns regelmäßig unsere 165 Ressource wieder. Hat einen relativ hohen Cooldown auch, aber dafür ist also 15 Sekunden Cooldown hat es insgesamt. Dadurch haben wir aber auch durch unseren Obsidian-Ding, durch das ganze CD auf dem Gear, haben wir das relativ gut reduziert schon mal. Jo, dann kommen wir als nächstes nämlich zum Air-Ally, zum Mystic-Ally. Air-Ally-Rune ist im Endeffekt genau für denselben Zweck hauptsächlich wie Blinding Flash da, und zwar für Ressource. Wir regenerieren dadurch passiv 4 Spirit die Sekunde, sorry. Und wenn wir es aktivieren, kriegen wir nochmal 100 Spirit auf einmal. Hat nochmal einen höheren Cooldown als Blinding Flash, 30 Sekunden Cooldown können wir nicht so oft benutzen und gibt auch weniger Ressource. Aber wir können so ein bisschen halt dadurch gut ein bisschen hinterher schwenken. Wenn wir mal Blinding Flash nicht haben und den Air Ally haben, benutzen wir den, damit wir genug Ressource zum Dashen haben. Oder auch wenn du mal zu oft Glocke spammen musst beim Boss, auch um Ressource wieder hochzuheilen. Zusätzlich ist der Ally ganz nice, wenn man sich ab und zu mal backporten muss und vielleicht währenddessen Epiphany ausgeht, kann der Air Ally noch für euch ein bisschen was tanken und die Gegner von euch abhalten, dass ihr nicht instant beim Porten unterbrochen werdet. Das ist relativ nice. Dann, was haben wir als nächstes? Unser Mantra. Und zwar da benutzen wir das Mantra of Salvation mit der Agility-Rune. Einfach nochmal mehr Dodge-Chance bekommen. Das heißt sozusagen auch, wir werden weniger unterbrochen beim Backporten. Wir bekommen gerne weniger auf die Fresse, weil wir regelmäßig Angriffen dodgen. Hier 35% Dodge-Chance. Das heißt, 35% aller Attacken treffen uns nicht. So ein bisschen Toughness braucht man bei Bounties ab und zu mal. Wirklich hauptsächlich wegen Sachen aktivieren und Backporten eigentlich. Das ist so der Hauptzweck dafür. Das heißt, da müsst ihr im Endeffekt nichts drücken, das ist passiv immer an. So, kommen wir zum nächsten Spell, und zwar Woge des Lichts, Wave of Light. Das ist unser Haupt-Damage-Spell. Die Glocke, die macht den Damage. Da haben wir ja Damage-Multiplier über unsere Kyoshiro's Blade, das nicht mehr Schaden macht. Über unsere Torch im Cube, also das Cyborg im Cube, nochmal mehr Damage und sowas. Durch unseren Rapid Strike im Cube bekommen wir nochmal einmal ein Double, was auch nochmal eine Glocke castet. Also damit machen wir Damage, damit töten wir bei Bounties alles, töten die Bosse. Da müsst ihr nicht aufpassen, nur auf eure Ressource, aber ihr habt ja einen Blinding Flash und euren Air Ally, um halt regelmäßig da auch Ressource zu generieren, wenn ihr zu viel verbraucht. Aber dadurch, dass es ein Feuerspell ist, ist das Gute, kriegen wir durch unseren Cinder Code auch nochmal extra was reduziert in dem Fall. So, und dann kommen wir zu guter Letzt zum wichtigsten Spell, und zwar Dashing Strike. Dashing Strike, unser Hauptfortbewegungsspell. Wir benutzen die Radiance-Rune, weil es die Feuerrune ist, um halt nochmal Resource Cost Reduction zu bekommen über unseren Cinder Code, weil es ja, sobald wir auf unsere Raymond-Version switchen, Ressource kostet. Die Radiance Rune gibt uns gleichzeitig noch ein bisschen mehr Attack Speed. Dadurch, dass das ein Angriff ist, wird der Angriff sogar auch schneller gecastet durch das Attack Speed, was uns die Rune gibt. Ist relativ nice, ist geil. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr auf der Rayman-Version seid und sozusagen Dashing Strike Ressource kostet anstatt Cooldown, dass ihr nicht eure gesamte Ressource verbraucht, weil sobald eure Ressource leer ist, funktioniert der Dashing Strike danach wieder, wie er normal funktioniert, nämlich auf Cooldown auf diese Charges. Das heißt, wenn ihr leer seid, müsst ihr wieder auf einem Charge warten. Auch wenn ihr sozusagen während der Cooldown von dem Charge rumgeht und Blinding Flash noch ready habt und den drückt und ihr volle Ressource habt, müsst ihr trotzdem darauf warten, bis dieser kleine Charge Cooldown sozusagen wieder ready ist. Das heißt, immer darauf achten, dass ihr nie out of Ressource gebt. Immer kurz bevor ihr leer seid, auf jeden Fall Blinding Flash oder Air Light aktivieren, damit ihr wieder volle Ressource habt. Da muss man so ein bisschen gucken. Ansonsten steht man ab und zu mal für, keine Ahnung, 1-2 Sekunden blöd da und muss hier auf den Charge warten. Das ist da auf jeden Fall wichtig. Dann noch des Weiteren, wenn ihr sozusagen Bounties habt, wo ihr 150 Gegner auf einer Ebene töten müsst und einen Specialty-Gegner, da will man sich auch manchmal wirklich schnell fortbewegen, aber man will trotzdem auf der Damage-Variante bleiben natürlich, weil man halt permanent diese 150 Gegner auch irgendwie zusammenkriegen muss. Dafür haben wir bei dem Bild noch ein Ingeum dabei, wodurch wir auch permanent durchdashen können, weil wir halt keinen Cooldown auf Dashing Strike haben. Das heißt, bei diesen Bounties mache ich es oft so, dass ihr sozusagen auf die Dashing Strike Variante wechsel, mir ein Elite Pack suche, dann auf die Damage Variante switche, das Elite Pack töte und dann halt sozusagen mit Ingeum versuchen, halt von einem Elite Pack zum anderen Elite Pack, währenddessen den ganzen Trash töten und den Special Gegner suchen. Dafür haben wir extra noch das Ingeum auch eingebaut, halt für solche Bounties.
Generell ist ja wichtig, bei dem Bild so ein bisschen predikten zu können, wann man wie switchen muss. Also das war jetzt grob ja die Erklärung vom gesamten Gameplay, aber es gibt da so ein bisschen was grob, worauf man achten kann. Ich habe nochmal einen allgemeinen Bounty Guide gemacht, den verlinke ich auch in der Videobeschreibung, den könnt ihr euch auch ansehen. Da erwähne ich nochmal so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks zu Bounties und gehe ich auch nochmal auf diese Gear-Switch-Methode ein oder so bei ein paar Bounties. Aber so grob ganz allgemein, zum Beispiel wenn ihr jetzt Boss-Bounties habt, wo ihr einen Boss töten müsst, könnt ihr natürlich zum Boss immer hindashen und dann beim Boss, kurz vorm Boss, wechselt ihr auf die Damage-Variante, um den zu töten. Wenn ihr irgendwas habt mit zweiter Ebene clearen, ist auch klar, ihr dasht bis zur zweiten Ebene, ab da wechselt ihr auf Damage oder sowas. Wenn ihr irgendwas mit irgendwelchen roten Portalen habt, dann natürlich ihr dasht bis zum roten Portal und ab da wechselt ihr wieder auf Damage. So in der Art funktioniert das. Nur wenn ihr wirklich direkt halt da beim Wegpunkt, wo ihr ankommt, Damage machen müsst, müsst ihr ja direkt auf der Damage-Variante bleiben. Ansonsten wechselt ihr meistens, während ihr vom einen Bounty zum nächsten portet, auf die Dash-Variante. Weil ihr endet meistens ja ein Bounty mit der Damage-Variante, weil ihr irgendwas getötet habt oder was aktiviert habt und dafür was wegtöten müsst. Und dann fürs nächste Bounty wechselt ihr meistens auf die Dash-Variante, sozusagen während des Teleports schon. Während man sich portet, kann man eben Item, das Inventar aufmachen und die Sachen wechseln schon. Jo, ich hoffe, man konnte das alles so verstehen. Ich hoffe auch, das Gameplay hilft euch vielleicht ein bisschen, damit ihr das auch nachvollziehen könnt vielleicht so. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt im Stream vorbei, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, ciao!